Ja, hallo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich auf meinem Linux bzw. über Linux mein OpenELEC auf den neuesten Stand bekomme bzw. ein Update einspiele. Das mache ich, indem ich hingehe und auf die Seite von OpenELEC TV gehe und dort suche ich mir die für mein Raspberry Pi die passende Version aus. Das sehen wir hier. Hier gibt es zwei wesentliche Module, Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2 und 3. Ich spiele jetzt hier die Updates ein für den Raspberry Pi 1. Das muss natürlich jeder für sich so anpassen. Hier gehe ich auf Download und lade mir hier die aktuelle Version herunter. Der Download wird gestartet. So, ich bin hier dann bei mir auf der Konsole und wechsle dann in das Verzeichnis, wo meine Downloads hingehen. Das ist das Verzeichnis Downloads. In der Zeit kann ich euch zeigen, hier auf meiner Seite hatte ich ja schon ja beschrieben, wie ich die Datei von meinem Linux-Rechner auf den Raspberry Pi kopiere. So, der Download ist abgeschlossen. Jetzt zur Befehlskette in der Konsole. Ich starte hier mit scp-r openelec die Datei. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen. Das ist natürlich die Version, die gibt es. Das ist die Zweier-Version. Hier nehme ich den ganz normalen Raspberry Pi für die Einer-Version und kopiere diese Datei auf meinen Raspberry Pi, der die lokale IP-Adresse 192.168.0.118 hat. Das ist natürlich bei jedem anders. Und die Datei wird in den Ordner kopiert. Update. So, jetzt werde ich aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das ist eigentlich standardmäßig eingestellt als Passwort OpenELEC. Jetzt wird die Datei in das Verzeichnis von den Raspberry Pi kopiert. Das hängt natürlich von der Geschwindigkeit eures WLANs oder LAN ab und natürlich auch von der Dateigröße, die wir da haben, die kopiert wird. Aber es geht ja hier ordentlich vorwärts. Wenn die Datei ordnungsgemäß hochgeladen wurde auf eurem Raspberry Pi, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun, als den Raspberry Pi neu zu starten. Dann wird hier die aktuelle Version erkannt und ein Update durchgeführt. Ich empfehle euch immer vorher hier nochmal ein Backup zu machen der aktuellen Kodi-Version, wenn mal was schief laufen sollte. Das ist bei mir glücklicherweise noch nicht passiert, aber wenn was schief laufen sollte, hat man da eine aktuelle Backup-Version. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier soweit helfen, hier zu zeigen, wie man die aktuelle Version hochkopiert und sein Kodi aktuell hält. So, nachdem die Datei vollständig rüberkopiert wurde, können wir zur Sicherheit uns nochmal per SSH auf den entsprechenden Raspberry Pi-Rechner einloggen und schauen, ob die Datei auch dort vollständig liegt. Jetzt das Passwort eingeben. Wir sehen hier, wir sind auf der, hier ist schon die Version 6.03 drauf. Also das heißt, ich bräuchte hier im Prinzip gar kein Update mehr zu fahren. Zur Sicherheit gucke ich jetzt nochmal nach, ob die Datei auch übertragen worden ist. So, hier ist die Datei, liegt die Datei. Ja, da die gleiche Version da drauf ist, wird jetzt kein Update mehr vollzogen, aber so als Beispiel, so funktioniert ein Update der Version. Ja, bis dann.